Seid ihr Fans von Ben & Jerry's oder den McFlurries oder Eiscreme generell, dann seid ihr jetzt hier genau richtig, denn wir schauen uns heute die Eiscrememaschine von Ninja an. Wenn sich das gut anhört, dann bleibt auf jeden Fall dran und los geht's. Ja, der Ninja Creamy, so heißt das Gerät, hat ja momentan einen sehr viralen Moment. Egal, ob man jetzt auf TikTok, Instagram oder YouTube geht, überall sieht man dieses Teil und wie Leute damit Eiscreme machen. Und jetzt, wo der Sommer vor der Tür steht, haben wir natürlich uns gesagt, das Ding müssen wir uns mal angucken und schauen, was das kann. Natürlich werden wir das Ganze in der Praxis testen und uns selber Eiscreme machen. Deswegen sind hier auch schon so ein paar wunderbare Zutaten. Für diejenigen, die uns auf Instagram folgen, die werden sich vielleicht daran erinnern, dass wir vor etwas längerem eine Story raus hatten, wo wir gefragt haben, was für Sachen ihr denn so gerne im Eis mögt, ob ihr Ben & Jerry's Fans seid und so. Und wir haben darauf einige Antworten bekommen und viele dieser Antworten finden sich hier in den Zutaten wieder. Von daher auf jeden Fall vielen Dank für alle, die uns geantwortet haben. Bevor wir jetzt anfangen, einmal ganz schnell, wie funktioniert der Ninja Creamy? Das ist auch super simpel. Das ganze Gerät ist super einfach aufgebaut. Und zwar haben wir hier einmal so einen Behälter. Da ist eine Klinge drin. Im Endeffekt ist das Teil eine, ja, Fräse, wenn man so möchte. Man hat kleine Behälter, die man vorbereitet zum Eis machen, die werden in diesen Behälter hier eingeklemmt und dann geht die Fräse einmal durch diesen ganzen Behälter und wieder zurück. Dadurch wird halt das gesamte Eingefrorene richtig fein zerhäckselt. Das macht man dann mehrere Male, bis man dann wirklich ein cremiges Ergebnis hat. Das Gerät hat dazu noch 7 Modis. Einmal Eiscreme, das ist der Standardmodus für Eiscreme, die auf Milch basieren. Dann einmal Sorbet, das ist für Eissorten, die auf Früchten oder auf Wasser oder anderen Flüssigkeiten basieren. Dann einmal Light Ice Cream, das ist laut Beschreibung etwas, was für mehr gesündere Eiscremesorten mit weniger Zucker sein soll. Wie das genau dann am Ende aussieht, weiß ich leider nicht, den haben wir noch nicht getestet. Dann hat man einmal Smoothie Bowl, das ist für Smoothies, wie das der Name schon verrät. Gelato, das ist quasi, um Eiscreme zu machen, wie in der Eisdealer. Also basierend auf diese Vanille-Eigelb Soße, die man vorher anrichtet. Das ist ein bisschen komplizierter, deswegen werden wir das auch dieses Mal nicht machen. Dann einmal Milchshake, das ist selbsterklärend, das ist ein Milchshake. Und dann einmal Extra, das ist quasi, wenn man Dinge in die Eiscreme sozusagen einrühren möchte und nicht direkt einmixen möchte. Das werdet ihr gleich auch auf jeden Fall sehen. Wie gesagt, das Gerät ist wirklich super simpel aufgebaut. Dementsprechend wollten wir auch jetzt einen sehr, sehr ad-hocen Test machen, also nicht groß vorbereiten, nicht groß Daten raussuchen. Wir stellen das Ding jetzt hier einfach hin. Wir haben es noch nicht vorher benutzt. Wir werden das jetzt ganz, ganz frisch vor der Kamera machen. Also wenn irgendwas schief geht, ihr werdet es auf jeden Fall jetzt gleich sehen. Ich hole mal die ganzen vorbereiteten Sachen von gestern raus. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Man bereitet das Eis am Vortag vor, sprich man mischt sich eine Basis zusammen. In dem Fall ist das einfach nur Milch, Sahne, Frischkäse, Zucker und in dem Fall einmal Vanille und einmal Schoko. Oder man friert sich Obst ein für das Sorbet. Das sind jetzt gefrorene Mangos mit ein bisschen Orangensaft und ein klein bisschen Limettensaft. Und lässt das über Nacht einmal durchfrieren. Die Masse muss wirklich komplett einmal massiv durchgefroren sein, damit das funktioniert. Das ist vielleicht ein klein bisschen ein Manko, dass man nicht sofort mit dem Gerät loslegen kann, aber gleichzeitig lassen sich diese Dinge auch super vorbereiten. Man muss die Behälter nehmen, die von Ninja kommen, weil die dieses Profil am Boden hat, die sich dann genau in diesen Behälter einschließt. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob man die nachkaufen kann. Ich blende das wenn dann hier ein. Die drei waren in unserem Paket mit dabei, sprich man kann schon ein paar mehr vorbereiten. Und ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an. So, ich fange mal mit der Vanillemischung an. Dann machen wir uns mal so ein bisschen ein McFlurry-Style-Eis. Dazu nimmt man jetzt erstmal den Behälter, macht den Deckel wieder auf, setzt den Behälter rein und guckt, dass das Profil quasi sich mit den Aussparungen am Boden deckt. Jetzt kommt das Ganze in die Maschine und jetzt gibt es diesen sehr, sehr coolen Verschlussmechanismus. Man dreht die Maschine in die Richtung und schon ist sie eingeklemmt. Machen Sie mal an. Und wir machen jetzt mal den Eiscreme-Modus an. So, das war der erste Durchlauf. Was ich schon mal ziemlich cool finde, ist, dass es so eine Art Fortschrittsanzeige gibt. Sprich, man sieht, wie weit der im Programm gerade ist. Das ist ziemlich cool, machen nicht sehr viele Geräte. Von der Lautstärke kann ich auch sagen, das Gerät ist hinten wesentlich lauter als vorne. Wahrscheinlich, weil der Motor hier hinten sitzt und hier hinten auch alles offen ist zur Belüftung. Jetzt gucken wir uns mal das Ergebnis an. Dafür lösen wir das Teil auf.
Ah, okay. Wir haben jetzt so ein leicht flockiges Ergebnis. Das ist auch normal beim ersten Durchgang. Es wird auf jeden Fall auch in der Beschreibung gesagt, man soll auf jeden Fall mehrere Male dieses Programm durchlaufen lassen, bis man quasi die cremige Konsistenz erreicht hat, die man haben möchte. Deswegen mache ich das hier auch wieder zu. Spanne den wieder ein. Und diesmal drücke ich einfach nur auf Respin. Das bedeutet, er macht das Ganze einfach nochmal. So, Nummer 2. So, von der Länge her dauert das auch nicht besonders lange. Ich würde mal tippen, das waren jetzt vielleicht 1,5 Minuten, vielleicht 2 allerhöchstens. Also auch vollkommen in Ordnung. Schauen wir mal an, wie das Ergebnis jetzt ist. Ja, man kann jetzt auf jeden Fall sehen, es wird schon cremiger. Man hat immer noch so leichte, flockige Teile hier. Deswegen will ich das Ganze noch einmal durch den Spin schicken. Es schmeckt auf jeden Fall schon mal gut. Das Rezept, was ich jetzt hierfür benutzt habe, ist das Standardrezept aus dem Buch für No-Cook, glaube ich. Einfach, weil es mit kalten Zutaten zusammengemischt wird. No-Cook Ice Cream. Und das Ganze ist natürlich in Englisch. Ich muss mal gucken, ob es auch einen deutschen Teil gibt. Ich blende das hier ein. Und ich habe mich jetzt nicht wirklich hundertprozentig an die Maßeinheiten oder den Maßangaben gehalten und die Sachen einfach zusammengemischt, bis es gut geschmeckt hat. Deswegen kann man auch da sehen, wie idiotensicher diese Maschine ist. Vielleicht oder auch nicht. So, Durchgang Nummer 3. Mal gucken, ob es jetzt diesmal für das richtige Ergebnis gereicht hat. Es kommt wirklich in die Richtung, aber ich bin noch nicht ganz zufrieden. Ich glaube, sollte ich es nochmal ein viertes Mal durchziehen? Nächste Runde. Es ist nicht so ganz so fluffig wie jetzt so ein McFlurry-Eis. Aber ich glaube, so ein McFlurry-Eis ist auch noch mal anders zusammengesetzt. Ich habe extra eine Öffnung in der Mitte gemacht, damit man auch Sachen reinfüllen kann. Wir haben vorgeschlagen bekommen Biscoff Lotus-Kekse und was auch noch wahrscheinlich dann gut reinpassen würde, sind Oreos. Dann ist das so ein bisschen, ja, ein, könnte sagen, ein Keks-McFlurry. Und ich glaube, hier sehe ich auch wirklich die große Stärke und auch die große Verlockung von diesem Gerät, weil allein die Kombination, die man sich dann ausdenken kann, ist super vielseitig und das Herstellen ist jetzt auch nicht wirklich schwer gewesen. Ich meine, ich kann schon verstehen, warum das Ganze so viral gegangen ist. Das ist halt einfach wirklich ein cooles Konzept. Ich muss gucken, ob ich das Ding überhaupt noch zukriege. Nicht, dass ich es zu gut gemeint habe. Verschließen wir das wieder und drücken diesmal auf Extras. Jetzt wird das Ganze nicht super schnell durch das ganze Gerät durchfräsen, sondern langsam die Sachen, die da drin sind, quasi unterrühren. Ich glaube, da muss noch einmal durchgemischt werden. Ich versuche das mal mit dem Löffel so ein bisschen unterzumischen. Das war besser als erwartet. Das hat besser geschmeckt als erwartet. Es kann natürlich sein, dass ich es ein klein bisschen mit der Menge der Keksen übertrieben habe. Dass sich das deswegen nicht so gut vermischt hat. So, probiere ich mal. Könnte ein Tacken süßer sein, aber das ist jetzt auch nicht das größte Problem. Da muss man einfach nur die Basis ein bisschen süßer machen. Doch, schon ist nicht schlecht. So, dann kommen wir jetzt einfach mal zum Sorbet. Das wird wahrscheinlich eine etwas simplere Sache sein. Auch hier selbe Sache. Rein, zumachen, anschließen und dann einfach auf den Sorbet-Knopf drücken. Da dreht die Maschine aber jetzt ein bisschen auf. Schauen wir doch mal, wie das Sorbet geworden ist. Okay, ja, wir haben jetzt hier wieder diese flockige Konsistenz. Respin und dann schauen wir mal, wie es wird. So, das sieht schon wesentlich vielversprechender aus. Wirklich gut. Diesmal wieder ein bisschen zu wenig Zucker, also haltet das im Hinterkopf. Am besten immer wieder nochmal ein bisschen nachzuckern, wenn ihr die Sachen vorbereitet. Die Möglichkeiten, die man mit dem Sorbet-Modus hat, sind in meinen Augen sehr, sehr vielversprechend, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch solche Sachen mögt wie Margaritas, also die Cocktails. Ich kann mir vorstellen, dass man auch sehr, sehr gut alkoholhaltiges Sorbet machen kann. Ist vielleicht ein Versuch wert in der Zukunft, aber im Hochsommer wäre das auf jeden Fall schon mal etwas, was mir so richtig den Tag versüßen würde. Von daher Sorbet-Modus auch schon mal großartig von dem Gerät.
So, und jetzt kommen wir zum großen Ben & Jerry's Versuch. Deswegen räume ich mal die Oreos und die Biscoff-Kekse weg. Denn was wir jetzt versuchen, ist diese Schokobasis zusammen mit Brownies, Karamell und Cookies. Das wurde uns auf Instagram vorgeschlagen. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, das klingt so dermaßen überladen. Das ist absolut Ben & Jerry mäßig. Deswegen werden wir das jetzt mal hiermit versuchen. Ich habe hier in der Basis ein klein bisschen weniger drin, um ein bisschen mehr Platz für die Zutaten zu machen. Und durch das McFlurry habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal gelernt, es macht wahrscheinlich am meisten Sinn, jede einzelne Zutat für sich selber mit diesem Extra-Modus einzumischen. Deswegen werde ich jetzt erstmal das hier mehrere Male drehen, dass wir eine schöne Basis haben. Und dann fange ich an, die Sachen quasi mehr oder minder ineinander zu schichten. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, wenn ihr zum Beispiel Kinder habt, das wird wahrscheinlich das Highlight schlechthin sein, sich irgendwelche verrückten Eiscremesorten selbst zu machen mit den Kleinen. Ansonsten, ja, die Einfachheit, wie das Ding funktioniert, hat mich auch jetzt schon super überzeugt. Es ist wirklich alles super einfach und eingängig. Es ist einfach dann nur quasi herausfinden, was man selber am liebsten macht und wie. Deswegen, los geht's. So, das waren jetzt insgesamt 3 Durchgänge, die ich direkt hintereinander gemacht habe. Ah, sehr schön. Was ich gemerkt habe, man muss wahrscheinlich auch das Eis ein klein bisschen antauen. Das ist jetzt wesentlich cremiger geworden als das McFlurry-Eis. Aber das wird auf jeden Fall etwas ziemlich Gutes. Ich fange mal mit den Brownies an und während ich die auspacke, erzähle ich mal über den Preis ein bisschen was. Momentan kostet das Gerät 229 Euro, das ist ziemlich hoch. Aber wie ihr sehen könnt, die Preise fluktuieren relativ stark, was typisch für die China-Hersteller ist. Wahrscheinlich könnt ihr mal gucken, ob ihr so etwas beim Singles Day billig abgreifen könnt. Also den chinesischen Black Friday, wenn man so möchte. Da kann ich mir gut vorstellen, dass es ein Angebot zu diesem Gerät gibt. Der Preis pendelt sich ungefähr bei 180 bis 200 ein. Das ist relativ viel, aber gleichzeitig muss man sich auch überlegen, wie viel Geld man dann spart, um Ben & Jerry's zu kaufen. Ich habe jetzt selber nicht die Kalkulation gemacht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn man es schlau anstellt, dass man auf jeden Fall sehr viel Geld da sparen kann, weil die Zutaten für die Eisbasis sind jetzt nicht sehr teuer und die Sachen, die man dann reinmischt, sind selber jetzt auch nicht so die wirklich teuersten. Ich kann mir vorstellen, dass da schon ein bisschen Sparpotenzial ist, wenn ihr wirklich Fan von diesen Eissorten seid. Wir haben jetzt die Brownies drin. Ich habe sie extra ein bisschen runtergemischt, damit diesmal der Extra-Modus ein bisschen leichter davon kommt. Gucken wir mal, wie das funktioniert. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich glaube, ich habe ein bisschen zu lange gewartet mit dem Eis. Es wird nämlich schon so ein klein bisschen sehr angetaut, aber es hat sich diesmal besser verteilt. Und ich glaube, die Schokolade mit dem weichen Karamell mache ich auch direkt rein, weil das ist weich, das wird sich auch verteilen. Und dann geben wir ihn und gucken mal, was da für eine krasse Kombination rauskommt. Ich muss sagen, ich habe mehr Spaß mit dem Teil, als ich zugeben möchte, weil dieses ganze Zusammenmischen von Sachen und gucken, was rauskommt und dann irgendwie nochmal was dazu machen und schauen, ob, oh, drehe ich es nochmal durch. Keine Ahnung, das weckt so ein bisschen das Spielkind in mir. Das vielleicht ist das bei euch auch so, ich weiß nicht. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt haben wir ihm wirklich alles gegeben. Okay, es sieht gut aus. Mal gucken. Oh, sorry, aber das ist wirklich gut. Das erinnert mich wirklich an Ben & Jerry's Eis. Das ist wirklich dieses überladene, wirklich absolut, kann man es nennen, ja, mächtige Eis. Aber dennoch, man schmeckt die einzelnen Sachen so ein bisschen raus. Das ist großartig. Möchte irgendjemand Eis probieren? Da kommt doch jemand. Probiert das mal. Du kannst auch noch mal nachprobieren. So auf einer Skala von 1 bis 10? Das ist mindestens eine 9. Eine 9? Ja. Okay. Ja, würde ich auch sagen. Möchtest du Eis testen? Ja. Ich nehme ein bisschen mehr. Ach so, deswegen. Komm mal ran hier auf den Meter. Das schmeckt richtig geil. Also das hier, weil das hier, der McFlurry ist sogar mein Liebling hier. Der McFlurry. Ein bisschen besser, ja. Ah, interessant. So, jetzt natürlich die Frage. Lohnt sich der Ninja Creamy? Ich würde sagen, ja. Gut, ich bin jetzt auch wirklich, ich bin jemand, der solche Sachen mag. Der einfach solche
man könnte sagen, ein bisschen Do-it-yourself-Geschichten mag im kulinarischen Bereich. Und für jemand, der einfach nur Eis haben möchte, ist das wahrscheinlich sogar ein bisschen zu viel, so ein Teil. Aber für Leute, die so denken, ja, ich möchte jetzt gerne solche Eissorten machen oder ich habe jetzt Lust auf so einen Milkshake, das ist eine Maschine, die genau dafür richtig ist. Ich muss zugeben, als ich hier rumgewerkelt habe, kamen mir schon direkt wieder tausende von anderen Ideen, was für Eissorten man noch machen könnte, was mit dem Sorbet-Modus möglich wäre, irgendwelche Sorbet-Cocktails oder so etwas in so einer Maschine. Also wenn ihr euch in so einem Lager seht, also solche experimentierfreudigen Menschen seid, Kinder habt oder generell einfach ein riesen Eis-Fan seid und ein bisschen Geld sparen möchtet, indem ihr nicht immer, was kosten soll heutzutage, 5, 6 Euro für so einen kleinen Eimer Ben & Jerry's auszugeben, dann ist so ein Ding auf jeden Fall eine Empfehlung. Allerdings schaut auf jeden Fall, dass ihr es unter den 229, die es momentan kostet, kriegt, weil das ist dann doch wieder ein bisschen zu viel. Ansonsten, das war jetzt alles sehr ad hoc, ein bisschen improvisiert, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass dieses Video euch gefallen hat, dass es euch vielleicht ein bisschen die Frage beantworten konnte, ob der Ninja Creamy für euch was ist. Ansonsten, wenn ihr Bock habt auf weitere Küchengeräte, Tests oder Vergleiche, dann schaut einfach mal hier in diese Playlist. Da haben wir Sachen wie zum Beispiel den Xiaomi Smart Cooker, die Doppel-Heißluftfritteuse von Ninja, auch von derselben Marke, und natürlich der Monsieur Cuisine. Wenn sich so etwas gut anhört, dann checkt diese Playlist aus. Man sieht sich beim nächsten Mal und ciao.